Okay. Okay. Also, die Standardtheorie, alles in der Standardtheorie hat ja bis jetzt nicht erklärt, wie Fusionen, also kalte Fusionen funktionieren kann. Und naja, wenn man sich mit der mit dem Standardmodell der Physik beschäftigt, das ist schon ein bisschen quirky so. An vielen Stellen, da denkst du dir so bei den Erklärungen so, oh, ob das so viel Sinn ergibt. Vor ein paar Monaten bin ich auf ein alternatives Atommodell gestoßen, BSMSG, Basic Structures of Matter, Supergravitation Unified Theory. Und mich hat diese Theorie so fasziniert, die letzten Wochen kann ich an nichts anderes mehr denken. Das wird noch so lange gehen, bis ich das Universum vollständig verstanden habe. Aber mal schauen. Das Tolle an dieser Theorie ist, sie ist klassisch logisch. Ich bin ein großer Fan von klassischer Logik, das sage ich klar. Wenn ich für irgendwas eine mathematische Logik als Lösung habe und eine klassische Logik, dann ist für mich die klassische Logik überzeugender, weil die kann ich verstehen. Mathematische Logik ist für mich nur ein Ausweg, wenn ich keine andere Erklärung bekomme. Naja, wenn du schaffst, klassische Logik mit mathematischer Logik zu vereinen, dann hast du deinen Platz in der Historie garantiert. Du hast irgendwie einen dreidimensionalen Raum und rechnest damit und transformierst das in ganz viele Dimensionen, machst dann irgendwie, rechnest dort und transformierst das zurück, dann verliert das für mich den Bezug zur Realität. Wenn du dir wirklich vorstellen kannst, warum diese Transformationen und so, und dann ist das ja okay. Wenn du das klassisch logisch nachvollziehen kannst. Naja, Boolsche Logik ist zum Beispiel klassisch, auch irgendwie so Sachen wie, Logik ist ein weites Feld, also da kann man sich viel mit beschäftigen. Als ich Philosophie und Physik studiert habe, habe ich mich auch viel mit Logik so ein bisschen beschäftigt. Also zum Beispiel Standard-Boolsche Logik oder einfach Sachen, die du irgendwie, das, wo du sagst, so meistens so intuitiv, es ist logisch, das ist meistens klassische Logik. Quantentheorie ist mathematische Logik. Also, ja, genau. Also, da ist so, wie wir unsere Welt erleben, irgendwie Mechanik etc., das ist alles klassische Logik. Weil die mathematische Logik in der Quantenmechanik wurde ja eingeführt, weil man keine klassischen Lösung gefunden hat. Also man hat halt quasi gesagt so, wir können das klassisch nicht lösen, also brauchen wir eine höhere Logik, um das zu machen, und hat die mathematische eingeführt. Das wird heute nicht mehr diskutiert. Heute stellt sich niemand mehr die Frage. In den 20er, 30er Jahren wurde diese Frage wirklich intensiv diskutiert. Und heute akzeptieren wir das einfach. Und das ist halt so ein Punkt, ob das so eine gute Entscheidung war, ist so dahingestellt. So, fangen wir mal ein bisschen an. Es geht vor allem um dieses Buch. Ich habe das jetzt nicht als Papier dabei, aber ich habe das als PDF dabei. Wenn man mal nachher reingucken will, kein Problem. Das ist ein ziemlicher Schmöcker, der geht 660 Seiten und beschreibt eine Unified Theory, hat dann ein Konzept angefangen, das wurde so noch nie umgesetzt. Also das ist wirklich einmalig, diese Theorie. Und mich hat die einfach umgehauen, weil für mich alles irgendwie Sinn ergibt in dieser Theorie. Das ist Stojan Sark links oben. Rechts sehen wir einen von seinen Versuchen, die aus dieser Theorie rausgefallen ist. Das ist ein Sark Drive. Die NASA hat etwas Ähnliches gebaut, nennt sich ein Q-Truster. Der O-Ton von dem Q-Truster Paper ist,
for description of this Q-Truster, a complete new set of physics is required. Die haben keine Ahnung, wie der funktioniert. Der wurde aus der Theorie entwickelt. Ich sag später drauf, wie der funktioniert, sonst das ist gleich zu wirr. Wo sind wir momentan? Ah, das ist leider viel zu klein. Ja, das ist wir haben ja, das ist ein Analogbild aus diesem Buch, leider. Wir haben hier oben quasi unsere unsere Axiome, die wir benutzen, die Quantenmechanik darunter. Da haben wir einen logischen Bruch. Wenn wir zu den Galaxien gehen, da haben wir halt klassische Mechanik größtenteils, wenn wir jetzt nicht gerade den Urknall betrachten wollen. Es geht quasi die Annahme, wir haben irgendwie ein endliches Universum das wird irgendwann mal enden, entweder ewig driften oder kollabieren. Kommt halt auf die Masse drauf an, die wir sind. Da gibt es halt leider ein bisschen Probleme damit. Einerseits dieser logische Bruch in der Quantenmechanik, dass wir mathematische Logik benötigen, um Quantenmechanik zu erklären. Und dann, ob das Vakuum überhaupt leer ist, ist auch ein bisschen fraglich. Probleme mit dem Vakuum. Im Anfang 19. Jahrhundert, 1920, so in dem Dreh, gab es die Frage, gibt es Äther oder nicht? Also ist der Raum immer gefüllt mit etwas oder ist er quasi leer? Und das Hauptargument gegen Äther ist dieses Michelson-Morell-Experiment. Das ist ein bisschen problematisch, weil das Messergebnis war nicht null. Es war nicht das, was er erwartet hat, aber es war nicht null. Das wurde dann damals interpretiert, naja, es gibt kein Äther. Da gibt es einen schönen Artikel, eine spätere Analyse über Fehler in diesem Experiment. Dann auch so Punkte wie im Q-Truster, in der Erklärung, naja, da gibt es auch mehrere Papers, die das öfters mal erwähnen, Polarisierung von Vakuum. Wenn das leer ist, was wird dann polarisiert? Also, ja, finde ich schwierig. Dann teilweise ist das auch wirklich schwer zu messen. Also, wenn das sich fluidartig verhält, dann kann natürlich sein, dass wir hier auf der Oberfläche einfach schlicht und ergreifend sehr wenig Drift von diesem Äther haben. Teilweise sogar null. Also wenn du in irgendeinem geschlossenen Gebäude bist, das kommt halt auf die spezifischen Eigenschaften deines Äthers an. Wenn du dafür kein wirkliches Modell hast, dann ist das halt auch ein bisschen schwierig. Das ist ein Link, damit findest du das Paper. Ja, genau. Also einerseits, dass die, es war eben halt nicht null Ergebnis und teilweise hast du halt auch Probleme damit, wenn du das messen tust. Wenn zum Beispiel, wenn deine Zeit davon abhängt, dann hast du zum Beispiel das Problem, dass du kein kontinuierliches Signal nehmen kannst. Du musst deinen Versuch von der Zeit unabhängig machen. Und das ist zum Beispiel in dem Projekt nicht gewesen. Und da gab es noch andere Probleme damit. Also ist nicht so wirklich, also das ist nicht aussagekräftig, dieses Experiment, schlicht und ergreifend. Was heutzutage auch nicht erwähnt wird, in keinem Lehrbuch wird Einsteins letztes Buch erwähnt. Und das ist, was Einstein zu Äther sagt.
Das ist aus einem Buch Slide Line of Relativity. Das war sein letztes Buch, was er rausgebracht hat, 1920, also 15 Jahre, nachdem er seine Relativitätstheorie veröffentlicht hat, nachdem er sich viele Gedanken gemacht hat, ist er zu dem Entschluss gekommen, dass Relativitätstheorie ohne Äther keinen Sinn ergibt. Ich hatte auch immer wirklich lange Zeit Ich habe ihn nicht verstanden, wo diese Energie herkommen soll, wenn du dich gegen Lichtgeschwindigkeit bewegst. Was soll das sein? Und dann diese Probleme, die dann entstehen, wenn du keinen Äther annimmst, dann brauchst du eine ganz komische Raumzeit, um das irgendwie noch in einen irgendwie verständlich zu bekommen. Und die ist super weird, da kriegst du ganz lustige Probleme dann damit. Dann ein anderer sehr interessanter Artikel über das GPS-System. Was interessant ist bei dem GPS-System ist, dass der Abstand zwischen den Satelliten und uns halt relativ hoch ist. Dadurch umgehst du das Problem, dass dein lokaler Drift vom Äther null sein kann. Und wenn du, die müssen in den GPS-Satelliten die Zeit korrigieren, aber in einer Art, die nicht erklärbar ist. Und wenn wir diese Lorentz-Äther-Theorie annehmen, dann erklärt sich dieser Drift. Also die Korrektur zeigt, dass diese Annahme, dass Raum leer ist, so nicht unbedingt Sinn ergibt. Dann natürlich das Bohrsche Atommodell ist auch ein bisschen problematisch. Habe ich vorhin schon gesagt? Ja. Das macht auch keinen Sinn. Also, das Problem ist, die Quantenmechanik basiert auf dem Bohrmodell. Auch größtenteils. Also. Nein, natürlich. Wenn du einen Chemiker fragst, der sieht das natürlich nicht so. Der Ursprung, die Annahme, natürlich ist die Elektronenverteilung heutzutage komplizierter, aber die Grundannahme, du hast deinen zentralen Atomkern, wo deine Neutronen und Elektronen, deine Neutronen und Protonen sind, und deine Elektronen schwirren irgendwie außenrum. Diese Grundannahme, das kommt aus dem Bohrmodell und das ist heute immer noch vertreten oder nicht mehr. In Bahnen von bestimmter Erektion Zustand. Ja. Aufenthaltswahrscheinlichkeit hat, ja. Ja. Nee, ich halte das für völlig unsinnig. Ja. Ich habe das Modell BSMSG adaptiert. Ich denke nur noch in dem. Also bis ich eine bessere Lösung finde oder Also. Das Problem ist auch so ein bisschen, wenn wir uns die Periodenliste mal angucken, irgendwie aus unserem Atommodell ist diese unglaubliche Varianz oder auch die Regeln nicht so wirklich ersichtlich. Also ein Chemiker sieht unsere Atome völlig anders als ein Physiker und Fakt ist, das ist das Gleiche. Also wer Chemie und Physik trennt, hat meiner Meinung nach den Bezug zur Realität verloren. Ja, ist es auch. Das gehört alles zusammen und wenn du das nicht zusammen betrachtest, passt was nicht. So, was ist eine Unified Theory? Eine Unified Theory enthält quasi alle Regeln und Gesetze, die wir in unserer Natur haben.
dass oder also zumindest die ursprünglichen Regeln sind da drin, die dann halt weitere quasi Gesetzmäßigkeiten, die wir erkennen können, aber aus einer Ableitung quasi aus der Ursprungs-Unified Theory. Das ist so quasi das, woran unsere Physik seit 100 Jahren versucht zu basteln. Und bis jetzt kläglich gescheitert ist, was unter anderem meiner Meinung nach auch an der Quantenmechanik liegt, die einfach sehr wirr ist. Und alle Lösungen, die wir danach bekommen, also zum Beispiel String Theory, da gibt es mehrere Standard String Theory, glaube ich, die M oder sowas, braucht 12 Dimensionen. Muss ich mal sagen, so 12 Dimensionen. Ich bin halt ein Mensch, ich mag 3 Dimensionen. Und alles, was mehr wie 3 Dimensionen hat, ist für mich schon so ein bisschen suspekt. Oder zumindest, 3 Dimensionen hat für mich den höchsten möglichen Wert, weil das sind diese Dimensionen, die ich wahrnehmen kann. Und das Problem natürlich auch an der Quantenmechanik ist, dass du mathematische Logik brauchst, um sie überhaupt benutzen zu können. Quantenmechanik erklärt auch nicht die ganzen verschiedenen chemischen Bindungen oder Arten, die es da gibt. Ich finde... Ja? Müsste ich dir jetzt mal im Detail raussuchen, aber... zum Beispiel, was in der Plasmakugel passiert. Es entsteht, das ist ein Hydrodon Resonance Mechanism laut BSMSG und das ist eine Art, naja, so eine Clusterbildung an bestimmten, ich kann dir das später mal zeigen, das ist super interessant. Das bildet so Cluster von Ionen-Atompaaren. Das ist zum Beispiel, wird in der Quantenmechanik nicht, also in der Standardtheorie erklärt das nicht, meiner Meinung nach, meines Wissens nach. Was BSMSG versucht, statt irgendwie zu versuchen, diese beiden Theorien, die seit 100 Jahren nicht zusammengepasst haben, zusammenzupacken, lassen wir quasi einfach, wir schauen mal auf die ganzen physikalischen Ergebnisse, die diese Versuche geliefert haben und versuchen, das quasi neu aufzubauen, ohne auf die alten Theorien so weit zurückzufallen. Also quasi, wir schauen einfach und wir versuchen eine Theorie komplett von Null anzufangen. Nur klassische Logik zu benutzen, keine mathematische. Und ein bisschen die Prozesse der Natur, die wir sehen, auch auf ein atomares Level quasi zu transformieren. Und zwar das Prinzip der Kristallisation. Komplexe Dinge der Natur sind, also zum Beispiel Steine oder Zeoliten oder ganz viele Dinge, die sind entstanden aus einem Kristallisationsprozess. Also man hat quasi eine Bedingung, die diese Atome zu einer Kristallisation bilden. Es bildet sich eine komplexe Struktur, aber die Struktur ist nachher stabil, ohne dass man die Bedingungen der Kristallisation noch hat. So, eine gute Theorie hat möglichst wenig Annahmen. Eine möglichst geringe Anzahl an Naturkonstanten oder irgendwelche Umrechnungsfaktoren. Wir brauchen natürlich welche, weil wir SI-Einheiten haben. Die sind ja einfach nur quasi definiert. Und da braucht man natürlich dann eine Umrechnung, die dann teilweise in die natürlich rein müssen. Und meiner Meinung nach klassische Logik ist für mich auch für eine gute Theorie notwendig.
Und wir versuchen jetzt quasi, diese linke Seite durch die rechte zu ersetzen. Einleuchtend, ja, ja. Naja, wie gesagt, das ist ein dickes Buch, das ist eine dicke Theorie und da braucht man, ja, das ist jetzt nur mal quasi so eine Übersicht. Teilweise sieht man da Ähnlichkeiten wie der Energieerhaltung, wobei da die Energieerhaltung auf ein... Ja, ja, ja. Also das ist... Ja, ja. Das Problem ist natürlich, das ist halt nur mal... Ja, ja, ja. Verständlich. Sorry, das ist VGA, weil irgendwie das nicht funktioniert. Ja. Ist ja auch nur so quasi als grobe Übersicht. Sorry, Asche auf mein Haupt. Schlechte Folie. Wir sehen da einige Parallelen, dann zum Beispiel Relativitätstheorie. Fangen wir mal an der Basis an. Und zwar, die Grundtheorien der Physik, BSMSG, nimmt an, wir haben einen leeren Raum ohne jegliche physikalische Eigenschaften. Das ist leerer Raum, da also keine Übertragung von Lichtwellen, in BSMSG musst du unterscheiden zwischen Vakuum, wie wir das hier kennen, und leerem Raum. Leerer Raum quasi in BSMSG ist wie in der Standardtheorie Vakuum. Da ist nichts. Mit dem Unterschied, dass in BSMSG auch nichts übertragen wird, also auch keine Lichtteilchen übertragen werden im leeren Raum. Es ist wirklich leer. Und strict conservation of energy. Energy ist ein Teil von Elementarpartikeln in BSMSG. Es gibt zwei fundamentale Teilchen, die möglich sind, die können sich zusammenfinden und sie können vibrieren. Das ist wichtig. Sie sind extrem dicht. Und es gibt ein Grundgesetz, ein Naturgesetz, und das ist das Gesetz der Supergravitation. Verglichen mit der newtischen Gravitation ist das kubisch. Wenn man sich das vorstellt, das bildet ja auch einen geometrischen Raum dazwischen, also quasi einen Würfel zwischen deinen beiden Punkten. Und das ist quasi das Volumen dazwischen und die Masse. Das ist unterschiedlich zur newtischen Gravitation. Das Interessante ist, die Supergravitation kannst du erkennen, und zwar kommt gleich wieder drauf. Casimir Force, genau. Wenn du zwei extrem polierte Platten nimmst und du bringst die sehr nah zusammen, wenn du in den Bereich um die 10 Nanometer kommst, steigt die Anziehung kubisch und nicht mehr quadratisch. Und das ist ein Teil, wo diese Supergravitationskraft durch diesen Cosmic Lattice liegt. Das ist so ein Leak-Effekt, woran man den erkennen kann. Laut dieser Theorie sind das die beiden Fundamentalpartikel. Es gibt einen Left-Handed und einen Right-Handed Node. Die bekommen nachher auch noch Plus- und Minuszeichen, wobei das nicht wirklich was mit einer Polarisation in BSMSG zu tun hat. Ja. Elementar, du musst von der Elementarmasse ausgehen, und das wird nachher komplizierter, deswegen, weil das ja auch kein leerer Raum ist.
dazwischen. Kompliziertere, aber dass die Anziehungskraft, also das ist ja egal in dem Fall, wenn du das zwei gleich große Massen hast und du bewegst die aneinander, dann wirst du, also das ist dann nicht mehr am Anfang ist es halt quadratisch und dann wird das kubisch mit der Zeit. Aber ja. Das sind, aber es geht um wirkliche, also quasi die Elementarmasse des Teilchens. Nicht die Masse, die du teilweise misst, so, da muss man dann unterscheiden. Das wird komplizierter, aber ich will das erstmal aufbauen, dann wird das vielleicht einfacher mit der Zeit. Das sind die beiden Fundamentalpartikel. Die haben geometrische Relationen zueinander. Und die haben so einen kleinen Bump, der wird dann beschrieben, warum der ist und wie der muss. Also diese ganze Theorie, wenn man diese Axiome, die ich hier gerade gebracht habe, die Theoreme, wenn man die akzeptiert und klassische Logik ist, dieses Buch ist wirklich gut geschrieben. Das tut alles quasi ableiten, was man ableiten muss. Die Regeln zwischen zu den ja, aber das, also erstens geht es darum, ob du einen logischen Bruch hast in deiner Geschichte, ich meine in deiner Begründung, ja, hast du mich. Beziehungsweise muss natürlich auch deine Mathe passen. Also, das ist ein physikalisches Werk, das ist alles abgeleitet, das ist alles extrem detailliert gemacht. Also, ohne Mathe ist ein physikalisches Werk nichts. Das sind diese Fundamentalpartikel, sind so quasi, haben so eine leichte Trillung und Kanten. Und es gibt noch die Regel, dass sich zwei vom gleichen Typ stärker anziehen als vom unterschiedlichen Typ. In der Kristallisationsumgebung, in BSMSG ist quasi das, was wir ein schwarzes Loch nennen, der Great Attractor, das in unserem Zentrum ist, das ist eigentlich ein Kristallisationsobjekt. Also was darin entsteht, ist das in bestimmten Phasen wohlgemerkt. Also die Galaxien quasi expandieren, fallen wieder zusammen, kristallieren neu und expandieren wieder. Das ist eine zyklische Vorgehensweise, die jede Galaxie für sich hat, die halt mehrere Male machen kann quasi. Die Kristallisationsbedingungen und sowas sind alle in dem Buch aufgeschrieben. Das ist nicht irgendwie, also ist ziemlich gut. So, diese Elementarteilchen, die können sich dann natürlich zu verschiedenen geometrischen Strukturen zusammensetzen. Das hier ist der Cosmic Lattice. Das ist quasi das, was wir, das ist ein Modell für quasi für Äther, der aus sowohl linkshändigen als auch rechtshändigen Nodes besteht, die sich quasi abwechselnd in so einer kristallinen Struktur ergeben, in dieser Wabenstruktur. Das ist dreidimensional ein bisschen schwieriger, also schwer vorzustellen. Wenn man den CL-Node mal durchrechnet, das ist so unglaublich interessant. Durch die Supergravitation entstehen Energietiefpunkte, in denen der den stabilen Zustand hat und die Form, wie wir hier sehen, mit den 109,5 Grad und die Energietiefpunkte sind in der X-, Y- und Z-Achse anders wie in den Achsen von diesen Knoten. Und daraus ergibt sich ein extrem komplexes Resonanzsystem. Es ist auch so, damit nicht alle von diesen Lattice-Knoten sich berühren können. Damit entsteht noch ein Unterschied zwischen diesen beiden Typen. Ein Lattice-Knoten, der ist
Cosmic Lattice, der ist eine extrem niedrige Dichte verglichen zu den anderen möglichen Konfigurationen. Und der ist stabil in leerem Raum und er kann auch kristallisieren außerhalb von irgendwelchem, also der kann im leeren Raum kristallisieren. Dann gibt es noch ein Rectangular Lattice, der besteht aus 6 Knoten. Das Problem am Rectangular Lattice ist, der braucht spezielle Bedingungen, dass er kristallisieren kann. Die Bedingungen sind dann aufgezeigt. Und die sind extrem hohe Dichte und können nur in relativ quasi, wenn die nicht in ihrer Kristallisationsumgebung sind, brauchen die ein eingesperrtes Gebiet, wo diese quasi in ihrer Struktur noch bleiben können. Wenn du die quasi in einfach hier nur verteilen würdest, würden die zerfallen. Die Bedingungen hier sind nicht stabil für diese Form von Lattice. Dann gibt es noch so einen Mixed Lattice, aber der tritt hier nicht auf. Das ist nur in der Kristallisationsumgebung vom Schwarzen Loch. Es gibt noch die Möglichkeit, einen Helical Core zu machen. Der besteht aus 7 Knoten, die dann so eine Trillung erfahren durch die Eigentrillung des eigentlichen Fundamentalpartikels. Und dann gibt es noch sowas wie Grenzflächen. Also wenn ein Typ von Lattice-Knoten an eine andere Lattice-Knoten grenzt, dann braucht man eine Grenzfläche, wie hier gezeigt als Beispiel. Um das mal zu vergleichen, also wir sind eher so quasi, das Standardmodell geht halt von ihrem leeren Raum aus, da hast du deine Atome und dazwischen ist nichts und zwischen deinen Atomen ist auch nichts. In dem Modell von BSMSG ist überall etwas, sowohl die in den Atomen als auch außenrum, überall herrscht diese Cosmic Lattice. Außer in den wirklich, also im Proton selbst. Das Proton bildet eine Schicht, beziehungsweise ist gefüllt, damit diese Cosmic Lattice da nicht eindringen kann. Ja? Ja. Nee, das sind die einzigen beiden. Die einzigen beiden Bausteine. Ja. Das ist eine Kombination dieser beiden Fundamentalpartikel. Es gibt nichts anderes. Nee. Also, das kommt noch. Das kommt noch. Also, Typen, Elementarpartikel, stabile, sind entweder gebaut aus linken oder rechten oder jede Helical Structure. Genauer gesagt, die kann innere Strukturen haben oder äußere, sie kann verdrillt sein, gerade, oder auch die Anzahl der Umdrehungen ist entscheidend. Hier haben wir eine First Order Helical Structure, die sind in allen Fällen hier jetzt quasi gerade. Eine right-handed Coil ist halt größer, dadurch, dass das eigentliche Fundamentalpartikel größer ist als eine links-handed. Aber es kann natürlich sein, also, dass das eingebaut ist. In dem unteren Fall sehen wir, dass diese links-handed eingebaut ist in die rechts-handed. Wichtig zu verstehen ist, was wir hier sehen, ist nur dieser Quad außenrum. Die sind gefüllt. Das sehen wir gleich noch. Aber in dem Bild sieht man das noch nicht so gut. Dann eine Second-Hand Helical Structure, das ist quasi schon mal eine Umdrehung mehr in der Ebene. Und die können natürlich, genau. Wenn du so eine Second-Hand Helical Structure hast und du hast dann einen Core drin, der Core kann unter Umständen raus. Je nachdem, wie die zusammengehalten sind.
Das kann man natürlich auch beschreiben. Das ist so die Beschreibungssprache quasi in BSMSG. Und als Beispiel wäre jetzt zum Beispiel nur ein Straight Core ist halt HM 0, dann halt R, wenn das aus rechten Prisms besteht oder andere. So, gehen wir mal hier, das ist zum Beispiel das Elektron in BSMSG. Das besteht aus einer Right Helical äußeren Structure, Helical Core. Das ist natürlich dann gefüllt, das sehen wir gleich noch. Und dann das Positron ist embedded in dem Elektron. Zeigt so ein bisschen raus, das erkläre ich gleich noch, wo das herkommt. Und beschreiben würde man das halt jetzt quasi, das macht eine Umdrehung, das Elektron, und ist daher hier diese 1. Das hat eine right-handed äußere Strahle, das ist das, was wir dann sehen. Das L ist der rectangular lattice, der innen drin ist. Und hat einen Core, der wieder right-handed ist. Hier sehen wir das ein bisschen besser. Diese grauen Stellen, das ist dort, wo dieser rectangular lattice ist. Und dieses schwarze ist dieses helical Core, was quasi wie in so eine Schnur draußen rumgerappt ist. Dieses Positron ein bisschen kleiner ist als das Elektron, verschiebt sich das. Und zwar entsteht das aus einer unterschiedlichen Resonanzfrequenzen, die das Cosmic Lattice hat, verglichen mit der Eigenresonanzfrequenz dieses dichten Materials, das den Rectangular Lattice hat. Beziehungsweise ist natürlich noch ein bisschen komplizierter, weil der Helical Core ist nicht klar, nicht gerade, das bildet dann so so eine Wellenform. Das wird dann sehr genau berechnet in dem Buch, was die ganzen Kräfte sind, die da sich einwirken. Und das Interessante ist, diese Verschiebung, dieses Positron ist leicht nach innen geschoben und guckt auf der anderen Seite raus, während der Central Core in die andere Richtung geschoben wird. Diese Eigenschaft entsteht nur in unserem CL-Space durch diese Resonanzunterschiede. Wenn wir das Elektron in den leeren Raum geben würden, ins wirkliche quasi ohne CL-Space, würde diese Anomalie zurückgehen und das Elektron würde seine Verschiebung verlieren und verliert damit auch seine Eigenschaften. Die Eigenschaften des Elektrons sind hauptsächlich durch den CL-Space gegeben. Der Seitenanschnitt, hier sehen wir den Rectangular Lattice, wie der angeordnet ist in dieser Spirale. Wie man sieht, passt das natürlich nicht und es gibt dann hier so kleine Gaps. Hier, also weil die natürlich eine unterschiedliche Länge haben. Also die gleich lang sind, aber halt der Umfang größer wird. Gibt so bestimmte Constraints, wie welche Materie quasi stabil gebaut werden kann. Deswegen gibt es auch nicht so viele Unterschiede. Elektronen sind alle gleich, aber warum müssen die alle gleich? Die müssen ja aus irgendeinem Grund gleich sein. Und durch diese Constraints, welche geometrischen Strukturen durch ihre Kräfte stabil sind, ergeben sich halt quasi mögliche stabile Zustände. Und das ist halt quasi so eine mögliche Konfiguration. Und der Druck dieses Helical Cores, der um diesen Rectangular Lattice ist, erzeugt, dass in diesem Bereich hier ein Loch entsteht, das stabil ist. Also wenn du diesen Chord brichst, dann zerfällt dein Elementarteilchen. Das ist quasi das, was wir sehen, wenn wir ein Teil zerstören, sind Bruchstücke von dem, was da quasi sich zerlegt.
dass es wie ein Proton innen aussieht. Proton ist eine Third-Level Helical Structure, das einen Pion, zwei Pionen und ein Kaon enthält, ein positives und ein negatives, oder nicht? Du kannst in deiner Theorie behaupten, ja. Ja, also, wie gesagt, also, als ich das Buch entdeckt habe, ich habe mindestens 20 Physikprofessoren, teilweise von wo ich früher hatte, geschrieben, hey, das habe ich entdeckt, das macht für mich Sinn. Das ist alles logisch, was ich soweit lesen konnte. Ich habe da keinen Fehler entdeckt. Für mich ist das logisch, der baut das natürlich auf. What's the catch? Ich habe von den 20 E-Mails habe ich eine Antwort bekommen und die war, was ist BSMSG? Weißt du, sag mir was an dieser Theorie, wenn du die Theorie wirklich gelesen hast und von vorne bis hinten, was ist daran falsch? Ich verstehe, also ich finde nichts, aber das ist zumindest nach BSMSG, wie das Proton aufgebaut ist. Und natürlich ist das auch wieder gefüllt. Also was wir hier sehen, ist nur quasi die äußere Struktur. Das ist wieder mit Rectangular Lattice gefüllt. Das sind halt die verschiedenen Bauteile. Und das ergibt quasi so einen Ring. Das ist ein geschlossener Ring. Dadurch entsteht keine Eigenschaftsveränderung, wenn das von der von dem Kristallisationsumgebung in CL-Space kommt. Es erfährt eine innere Spannung, was dazu führt, dass es zu diesem Twist führt. Und das führt dazu, dass das Proton so eine 8 bekommt. Dass, wenn du diese 8 faltest, kommst du zu einem Neutron. Also in BSMSG ist Proton und Neutron wirklich die gleiche Struktur, nur anders gefalten. Der Masseunterschied, der dadurch entsteht, den man messen kann, ist beschrieben durch einen relativistischen Effekt. Das ist ausgerechnet. Diese Theorie ist unglaublich genau. Also die ganzen Werte, die ich da bis jetzt so gelesen habe, benutzt sehr wenige Ursprungsannahmen und Naturkonstanten und es fallen unglaublich viele Naturkonstanten raus. Das ist unglaublich, also das hat mich total geschockt. Der relativistische Effekt entsteht ja durch den CL-Space. Da gibt es keinen Ladungsunterschied. Also, jein. Also du musst mal sehen, wie das nachher aussieht in einer höheren Struktur. Also diese Faltung, natürlich ist das natürlich ein bisschen anders, dadurch, dass es sich halt quasi ineinander gefalten hat. Und das befindet sich auch an einer anderen Stelle vom Atomkern. Das wirst du dann sehen, wenn der aufgebaut ist. Das sind so quasi die Atomkerne, ein Proton und einfaches Helium und dann sehen wir, wie ein Elektron, die Elektronenbahnen um den Atomkern, da sehen wir hier die Lyman-Serie und die Balmer-Serie, das sind quasi die beiden Standardserien, wo das Elektron meistens hat und in der Balmer-Serie befindet sich das immer quasi um einen dieser Sattel. Die Lyman-Serie ist ja nicht so wirklich, also fällt ja meistens zurück. Deuterium, also Neutron in BSMSG befindet sich immer über einem Proton.
Es können bis zu 2 Neutronen um ein Proton sein, aber da ist ein Catch dabei. Wenn du jetzt hier auf ein Proton ein zweites Neutron steckst, also Tritium, dann reichen die Supergravitationskräfte in diesem Zentrum nicht mehr aus, die beiden drin zu halten. Wenn du aber weitere Kräfte hast durch darum liegende Protonen, dann ist diese Konfiguration wieder stabil. Das sieht man nachher bei höherwertigen Atomen. Da gibt es Tritiumenden. Das Helium ist quasi noch ein zweites Proton. Das ist quasi, Helium ist die dichteste Packung, die du in BSMSG bekommst. Und bildet auch immer den Kern eines Atoms, eines höherwertigen Atoms. Alles, was quasi über Helium ist, hat immer einen Heliumkern in jeder Z-Ebene. Also wenn du Tritium hast, das ist wie Deuterium, da ist nur das zweite Neutron noch um das Brot. Lithium. Sehen wir nachher gleich, wie Lithium aussieht? Was? Da kann ich dir empfehlen, Kapitel 6, BSMSG und Teilchenbeschleuniger. Da wird sehr genau darauf eingegangen, was kommt aus einem Teilchenbeschleuniger raus, wie kann das interpretiert werden, was kommt da eigentlich raus. Das ist wirklich ein längeres Kapitel, was ich da wirklich zu empfehlen würde. Also wie gesagt, das ist eine sehr komplexe Theorie und ich sage nicht, dass ich die vollständig verstanden habe. Ich glaube, ich habe die Grundessenzen alle verstanden, wie das aufgebaut ist, und für mich ergibt das alles Sinn, soweit ich das verstanden habe. Und ich bin da sehr zuversichtlich, dass das auch noch in Zukunft, aber zumindest, also mir geht es einfach nur darum, dass mal für Menschen, die sich interessieren für alternative Beschreibungen von Physik, dass es ein guter Punkt ist, da mal hinzugehen und sich dieses Buch durchzulesen, weil mich hat das mehr bereichert als alles andere, was ich in Physik bis jetzt gemacht habe. Okay, ja. Hier sehen wir das Helium Atom, also als stabilster Zustand, und das ist so quasi so ein bisschen der Atlas für eine Periodentabelle in BSMSG. Es gibt verschiedene Typen von Bindungen, die sehen wir hier unten. Typischen Elektronenbound, das ist halt ein Elektron, verbindet zwei Protonenden miteinander um eine Verbindung. Dann gibt es den typischen GB, das ist so der typische Supergravitationsbound, der meistens herrscht. Dann gibt es noch so einen Clamp-Bound, der ist meistens entsteht an den Kappen von diesen Atomen. Und es gibt noch so zwei andere, aber so vom Prinzip. Es gibt halt so verschiedene Typen von Bindungen. Hier sehen wir die auch, wie die auftreten. Oben links, rechts sehen wir noch die verschiedenen Elektronenzustände. In BSMSG ist die Anzahl der Umdrehungen, also der Schlaufen, die das Elektron macht, quasi der Quantenzustand des Elektrons. Das wird da ausgerechnet, wie gesagt, ich gehe jetzt hier nicht super krass auf die Mathe ein. Alles in diesem Buch ist abgeleitet von diesen Grundprinzipien, und das finde ich einfach der Hammer. Hier rechts sehen wir noch einen von den zwei möglichen Wasserstoffzuständen, wie so eine Elektronenteilung passieren kann. Meinst du das in den unteren? Ja. Im Ortho-State? Ich glaube, die gehen die gleiche Bahn, die beiden Elektronen.
wenn ich mich richtig erinnere. Nee, das ist ein Ring. Das ist ein Ring und dieser Ring bewegt sich. Das Proton ist fest. Das Proton ist diese 8 und das bildet quasi und das Elektron als dieser Ring. Und dieser Ring hat halt durch diese Resonanzfrequenz des Cosmic Lattice bekommt dieser Ring eine Beschleunigung. Durch diesen Mismatch von den Resonanzfrequenzen. Die Resonanzfrequenz ist sehr genau ausgerechnet und aus der Resonanzfrequenz ergibt sich die Lichtgeschwindigkeit. Also μ0, e0 und sowas, das ist alles aufgeführt. Das ist, wie gesagt, ist ein größeres Werk. Das kann man nicht mal so kurz erklären alles. Aber soweit ich das lesen konnte, hat das alles für mich bisher Sinn ergeben. Gehen wir mal die Periodenliste los. Lithium zum Beispiel, wie gefragt, das ist hier quasi der Heliumkern und das erste Proton, was da anwächst, wächst halt so schräg durch die Verschiebung des Gravitationszentrums. Und dann wächst quasi die Atome nach so quasi geometrischen Strukturen. Und diese geometrischen Strukturen siehst du dann auch. Wenn du, ich habe später noch eine Folie, wie das dann in höheren Strukturen dann aussieht. Zum Beispiel hier, das ist Aspirin. Und das Rechte, wie wir sehen, ist, wie Aspirin in BSMSG aussehen würde. Und ich finde, das sieht extrem ähnlich zu dem physikalischen oder chemischen Modell aus, was so benutzt wird. Und diese BSMSG hat aber nur ein Gesetz. Diese geometrische Struktur rausgelesen aus einem einzigen Gesetz. Nicht, also Supergravitation. Und tut mir leid, also das ist ein einfaches, verständliches Gesetz, Supergravitation. Und wenn das kommt zu so einem Ergebnis und dann kann ich, sage ich mal so, also für mich sieht das zu, das passt zu gut. Also dafür, dass das irgendwie, also meine persönliche Vorgehensweise ist, dass ich, hier sehen wir noch ein DNA-Molekül. Nanokristallinus Silber, oh, das ist aber sehr verschwommen, wie sich Nanokristallinus Silber zusammenfinden könnte und einfach diese geometrischen Strukturen bilden halt größere geometrische Strukturen und das bildet sich halt dann in diesem Silber nieder. Das hier ist quasi ein Silberatom, wie man hier sieht. Das lagert sich quasi zu diesen größeren wachsenden Strukturen aneinander. Was ist zum Beispiel möglich in BSMSG? In BSMSG ist nicht möglich, dass du ein geschlossenes System baust. Also mit Atomen kannst du in BSMSG kein geschlossenes System bauen, weil der Cosmic Lattice immer deine Atome quasi an den Protonen vorbei streift. Du könntest, wenn du natürlich eine extrem hohe technologische Stufe hast, aus Fundamentalpartikeln etwas bauen, was keine Atome sind, das so dicht ist, dass da kein Cosmic Lattice durchkommt, aber da sind wir so viele tausend Jahre von entfernt, falls das überhaupt möglich ist. Was auch nicht möglich ist für dich als Mensch, ist den CL-Space zu verlassen. Das ist ja tödlich, würde ich sagen, weil dein Elektron seine Elektroneneigenschaften verliert und das würde ich sagen, ist nicht gesund. Was in BSMSG auch nicht möglich ist, ist, dass du in jede andere Galaxie gehst.
Dadurch, dass diese Fundamentalpartikel leichte Unterschiede haben können von Galaxie zu Galaxie, beziehungsweise jeder Zyklus von Kollaps und Expansion zu leicht unterschiedlichen Fundamentalpartikeln führen kann, kann natürlich sein, dass in einer anderen Galaxie du inkompatibel bist mit deiner Masse, wo du bist. Also würde ich aufpassen. Ich persönlich gehe nicht in eine Kugelgalaxie, ich komme aus einer Spiralgalaxie. Und was auch nicht möglich ist, rückwärts in der Zeit reisen. BSMSG hat wirklich, also da ist Zeit keine Dimension in irgendeiner Weise, es ist wirklich ein progressiver Fortschritt. Und wenn du vielleicht könntest du Zeit anhalten, aber rückwärts ist nicht möglich. Was ist möglich? BSMSG hat zum Beispiel, sagt voraus, sehr stabile quantenmechanische Zustände in verschiedenen Carbon-Ringen. Das finde ich interessant. Gibt so Theorien, dass Bewusstsein irgendwie quantenmechanische Zustände in so Mikrotubulus sein sollen. Keine Ahnung. Aber zumindest besagt es das. Es erlaubt Reisen schneller als Lichtgeschwindigkeit, indem man die Resonanzfrequenz des Cosmic Lattice ändert. Dadurch sinkt sowohl die inertiale Masse als auch der Widerstand, den du gegen den Cosmic Lattice aufbringen musst, wenn du in relativistische Geschwindigkeiten kommst. Es erlaubt zwei Punkte, es gibt genau gesagt drei Zero-Point-Energy in BSMSG. Das eine ist der statische Druck, das ist der Druck, der dieser Cosmic Lattice auf uns hat. Das ist im Bereich von 10 hoch 40 Newton pro 43 Newton pro Quadratmeter. Also das ist ein unglaublich hoher Druck, der da herrscht. Und jeglicher nukleare Prozess ist ein quasi, du sammelst der Energie aus dem statischen Druck des Cosmic Lattice. Es gibt auch noch eine dynamische Energie, das ist die Eigenfrequenz. Da könnte man auch Energie entziehen, das ist vielleicht sogar noch besser. Was BSMSG auch erlaubt, ist Kommunikation schneller als Lichtgeschwindigkeit, und zwar n-fach. Das finde ich ganz interessant, wenn man sich das Fermi-Paradoxon liest. So viele Sterne, theoretisch müsste es so viel intelligentes Leben geben, warum hören wir davon nichts? Naja, wir benutzen halt EM-Wellen zur Kommunikation, und das EM-Wellen ist halt wie Tokenring sprechen. Wir sprechen Tokenring und wundern uns, warum kein anderer Tokenring spricht, während halt jeder eine schnellere Kommunikationsmöglichkeit nutzt. Und das würde zum Beispiel erklären, warum wir nichts hören von anderen, wenn man, also je nachdem, wie man das sieht, ob man UFO-Fan ist oder nicht. Es ist auch möglich, eine Manipulation von newtischer Gravitation. Und zwar ist newtische Gravitation ein Effekt, der durch den Cosmic Lattice entsteht, aus der Supergravitation. Wie der Cosmic Lattice diese umwandelt in newtische Gravitation, ist veränderbar. Und das ist zum Beispiel, was der Q-Thruster macht. Aber die NASA versteht das nicht, dass das eine Manipulation von der Gravitation ist, was die da eigentlich machen. Deswegen haben die da keine Erklärung für. Das macht für die keinen Sinn. Der Sark-Drive wurde aus dieser Theorie entwickelt. Und gibt es Videos, die ihr angucken könnt. Es ist eine Manipulation von Gravitation, was diesen Antrieb betreibt. Ich kann es nur sehr empfehlen, sich mit dieser Theorie mal zu beschäftigen und da ins Detail zu gehen. Es ist natürlich, Physik von Null lernen, muss man mal so sagen. Aber ich muss sagen, bestes Finding ever für mich. Das
Das war so ein Grundaufbau. Das ist natürlich eine komplizierte Technik, komplizierte Theorie mit einem Haufen Physik drin, aber ich finde es ganz gut verständlich geschrieben und interessanterweise braucht man auch nicht allzu hohe Mathematik, um die ganzen Ableitungen und Herleitungen zu verstehen. So. Ja. Ja. Das würde ich nicht. Also du musst zumindest das Hauptwerk lesen, weil das Hauptwerk fängt wirklich von Null an und nee. Doch, aber hat halt ein Buch geschrieben. Wie gesagt, Helical Structures ist seine Webseite, die ist ein bisschen hässlich, aber er ist halt ein Physiker und kein Webdesigner. Und, aber die Sachen, die er verlinkt, sind sehr interessant und er hat sehr viele Papers veröffentlicht, die kann man natürlich lesen. Da werden auch große Teile der Theorie beschrieben, auch mehr mathematisch, aber um es wirklich zu verstehen, empfehle ich wirklich, das Hauptwerk zu lesen. Ja, definitiv. Also es ist super interessant, wenn man sich die Amazon-Bewertungen durchliest. Da gibt es die eine Seite, das sind die, wo das Buch von Anfang an gelesen haben und durch, die geben dem alle volle Sterne. Und dann gibt es die andere Seite, das sind die Leute, die eine bestimmte Antwort gesucht haben, das Buch aufgeschlagen, verstehen es nicht, die geben dem einen Stern. Also das ist halt, du musst das Buch von Anfang an lesen und dann macht das Sinn. Wenn du das nicht machst, dann ein Freund von mir, der ist Chemiker, macht viel mit Physik und dem habe ich das Buch gegeben und er hat halt so ein paar Sachen irgendwie und dann hat er... Der beschäftigt sich viel mit Kristallisation und hat halt dann irgendwie in einem Kapitel gelesen und dann hat er also gemeint so, ja, macht ja eigentlich schon ganz Sinn, aber die Embedded-Feinstoffkonstante, die findet er komisch. Natürlich findet er das komisch, die Embedded-Feinstoffkonstante, die wird schon viel früher in dem Buch erklärt, die wird wo die herkommt, was die für Auswirkungen hat. Natürlich macht das für ihn keinen Sinn, wenn er dann spät in einem Kapitel liest. Und das habe ich ihm auch gesagt, das macht nur Sinn, wenn du das am Anfang von Anfang an liest. Und diese vier Theoreme, die er da aufstellt, die kann ich akzeptieren. Ein leerer euklidischer Raum, ein Vakuum ohne physikalischen Eigenschaften und ein Gesetz, das kann ich akzeptieren. Da habe ich null Probleme damit. Im Gegensatz zur Standardtheorie, was man da alles akzeptieren muss. Und ich bitte dich, finde den Fehler in dem Buch. Ich habe mehrere Leute angeschrieben. Ich möchte gerne wissen, wo da der Catch ist. Und es gibt eine Mailingliste und so. Es gibt leider relativ wenig, die sich damit beschäftigen. Ich vermute halt einfach, dadurch, dass die Implikationen dieser Theorie so krass sind. Du kannst, diese Theorie, wenn du die einem Astrophysiker sagst, der Big Bang Theory gut findet, der wird die nicht akzeptieren, weil deine Big Bang Theory kaputt ist. Wenn du das einem theoretischen Physiker gibst, der sein Leben lang Quantenmechanik gemacht hat, der 20 Jahre, der seine Forschung 20 Jahre in Quantenmechanik gemacht hat und du kommst mit einem Buch, das ist alles erklärt, die ganzen quantenmechanischen Effekte sind erklärt, halt eben aus einem anderen Prinzip, wird er das akzeptieren, wenn du dem Buch gibst, hier alles, was du gemacht hast in den letzten 20 Jahren ist Schrott. Was erwartest du von diesen Leuten, wie die reagieren? Das ist halt wie der darwinische Event in der Biologie, wo jemand gekommen ist und gesagt hat, hey, das ist alles ganz anders. Dem wurde am Anfang auch nicht geglaubt. Also mein persönliches
für mich macht das am meisten Sinn von allem, was ich bis jetzt so gehört habe, auch von alternativen Theorien, war das einfach, ist für mich das am greifendste. Das macht am meisten Sinn, das kann man verstehen, die Formeln passen, die ich alle bis jetzt gecheckt habe. Ich bin halt noch nicht durch mit dem Buch, deswegen verstehe ich manche Sachen noch nicht so, aber diese Grundvorstellung, wie das aufgebaut ist, macht für mich alles Sinn. Und mein Plan ist jetzt, einen Simulator zu implementieren, der diese physikalischen Regeln auf einem numerischen System implementiert und dann zu checken als Open Source Library mit einem Toolkit und dass man einfach mal statt irgendwie einem chemischen Modell, schmeißt man das dann mal dort rein und guckt, was passiert. Das ist mein Ziel, weil wenn diese Theorie stimmt, dann müssen fast alle Simulationen aus dieser Theorie ein besseres Ergebnis liefern als die Simulationen, die wir jetzt schon haben. Und das möchte ich testen. Deswegen ist mein Plan, eine Simulation dafür zu schreiben, eine numerische, und dann mal zu schauen. Naja, also. Das wäre natürlich interessant, ja. 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 Ja, also das ist auch das einzige Modell, was ich bis jetzt gefunden habe, was irgendwie Kaldiffusion logisch erklären würde. Also zum Beispiel Manipulation von Gravitation ist im Standardmodell nicht möglich, ganz klar. Wenn du mir sagst, wie dieser Sark Drive anders funktionieren soll, wenn du mir erklärst, bitte erklär mir, wie das in einem Standardmodell funktionieren soll oder der Q-Truster, weil die NASA kann dir den nicht erklären. Ich wüsste jetzt auch keine andere Erklärung für im Standardmodell. Also, ja. Naja, im Originalpaper war es schon so. Im Originalpaper haben sie geschrieben, dass sie einen neuen Typ von Physik brauchen, um das zu erklären. Ja. Okay, das Follow-up-Paper habe ich jetzt noch nicht gelesen. Das werde ich noch nachholen. Aber ja. Welche war das? Okay, ja. Naja, also das Problem ist natürlich zum Beispiel, wenn du Kosmologie betrachtest, da hast du mit dem Standardmodell ja auch schon Probleme. Also eine Spiralgalaxie, entweder du hast da irgendwelche dunkle Materie oder du hast nicht nur oder nicht so die newtische Gravitation wie angenommen. Es gibt da zum Beispiel die MOND-Theorie, die das dann quasi mit einer Max-Funktion versucht zu lösen, aber da bin ich mal auch wieder so, naja, ob eine Max-Funktion so klassisch logisch ist, ist natürlich auch so ein bisschen fraglich, aber ja, Ja, klar. Also in BSMSG ist halt die newtische Gravitation derived. Die ist nicht
Nee, die entsteht halt aus den Eigenschaften des Cosmic Lattice. Und die braucht da keinerlei. Und natürlich auch diese dunkle, also quasi das, diese dunkle Materie, das ist halt der Cosmic Lattice. Das ist halt diese Struktur, die hier alles umgibt, die wir quasi nur indirekt messen können, dadurch, dass darin quasi die Wellenausbreitung stattfindet und der relativistische Effekt dadurch entsteht und andere Dinge. Ich müsste mir jetzt erstmal den Versuch genauer angucken, um mir das vorstellen zu können, was da gemessen wird alles und wie es gemessen wird. Müssen wir im Detail drauf zugehen, also um das zu sehen. Also, wenn du das natürlich in BSMSG simulieren würdest und du simulierst jeden Cosmic Lattice Node, der ist halt wirklich, wirklich klein. Wir reden hier im Bereich von 0,5 mal 10 hoch minus 20 Metern. Ja gut, klar, natürlich kriegst du bei numerischen Simulationen teilweise Fehler rein, das ist klar. Aber Na, es kommt drauf an, teilweise kommt es natürlich drauf an, wie du dein, also du hast eine Zeitabhängigkeit von deiner, also von der, na gut, das war jetzt mit Cosmic Lattice Test oder Das Schöne ist, da brauchst du noch keine Beschreibung der Materie für, ob dein Proton jetzt wirklich so aussieht, wie das dein Test komplett egal. Es bildet ein bestimmtes Muster. Es ist eher wie ein Fluid. Das muss man sich eher wie ein Fluid vorstellen. Das kann man auch kaputt machen. Von einem von diesen Knoten. Ach so, die Homogenität. Das kommt halt immer drauf an, zum Beispiel am Proton ist es natürlich gestört, dass der Cosmic Lattice kann nicht das Proton durchdringen. Also, na, da wird das relativ, da wird das eine relativ, ja, dann ist es sehr rasterig. Zwei verschieden orientierte Bereiche Vakuum habe, was passiert an den Grenzflächen? Also, vielleicht dann genau irgendwelche Effekte rauskitzeln,
Müsste eine Störung geben, ja. Das müsste halt eine Störung geben. Also ist erstmal die Frage, wo du sowas findest, so solche krassen Unterschiede, weil natürlich, diese vier Arme, die sind halt beweglich in bestimmte Richtungen. Also wird sich dann quasi, wenn du da über einen größeren Bereich irgendwie zwei unterschiedliche quasi Orientierungen hast, werden die sich halt teilweise quasi einfach so, das ist keine harte Kante. Das wird dann Genau. Genau, das ist zum Beispiel dann der relativistische Effekt, der entsteht dadurch. Dadurch, dass du bewegst dich durch diesen Cosmic Lattice, und wenn du dich gegen Lichtgeschwindigkeit bewegst, dann bewegst du dich gegen die näherst du dich der Resonanzfrequenz dieses Cosmic Lattice an. Und damit steigt die Energie quasi, die du aufbringen musst, um schneller zu werden. Wenn du dadurch, dass du die Resonanzfrequenz von diesem Cosmic Lattice ändern kannst, mit bestimmten Bedingungen, kannst du halt natürlich auch die Lichtgeschwindigkeit erhöhen, in dem Fall. Ja. Naja, die Ladung ist ein Effekt, der im Cosmic Lattice entsteht, aus dem Elektron selbst. Ja, weil das ein Effekt ist. Deswegen. Also der Effekt entsteht im Cosmic Lattice, nicht aus dem Elektron selbst. Also deswegen nimmt dann die Ladung nicht zu. Weil das ein anderer Effekt ist, der in diesem Cosmic Lattice entsteht. Also die relativistische Energie, die du aufwenden musst, ist diese quasi Verformungsenergie. Und in jedem Zyklus deiner Schwingung, die dieser Cosmic Lattice hat, wenn da eine quasi eine Frequenz durchgegangen ist, kann der Energie in diesem Durchgang an die nächsten Knoten abgeben. Wenn du dich schneller bewegst als die Resonanzfrequenz, dann hat es nicht mehr die Zeit, die Energie, die du aufwendest, reinsteckst in diesen Cosmic Lattice, rechtzeitig abzuführen. Und damit steigt der Widerstand, beziehungsweise wenn du dann es gibt also zwei Energieniveaus, wenn du dann über das zweite Energieniveau kommen würdest, würdest du den Cosmic Lattice auch zerstören. Also, ja klar, der Fundamentalpartikel wird nicht schwerer. Du hast den Effekt des Massezuwachses. In BSMSG hast du drei Massen. Du hast nicht nur eine Masse, du hast drei Massen. Und halt die relativistische Masse, die nimmt zu. Und die relativistische Masse ist aus dem Cosmic Lattice, entsteht durch den Cosmic Lattice. Während du halt quasi die Fundamentalmasse, die ändert sich nicht. Das ist teilweise, da muss man echt ein bisschen lange drüber nachdenken, um das alles zu verstehen. Kann ich dir gerade, ja.